Hallöchen Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Final Fantasy VII, das Remake. Mit dem Cloud sind wir hier unterwegs und haben hier eine interessante Truppe getroffen. Hier soll sich dieser Typ mit dem Gewehrarm rumtreiben? Mhm. Bist du dir ganz sicher? Ganz so cool, ne? Hey du, bist du von hier? Ja, schon. Dann kennst du vielleicht einen riesigen Typen mit einer Knarre als Arm? Er soll nämlich angeblich irgendwo hier wohnen. Kann schon sein. Du gefällst mir. Hast einen guten Sinn fürs Geschäft. 500. 200. 300. Na gut. Dann lass uns mal in Ruhe reden. Hier lang. Gut, wir haben geschissen, Alter. Ach, ist was herrlich. Zu meckern? Jo. Was glotzt du so? Vor allem jetzt am Mods einmal durchgeschaut für das Spiel, Alter. Da gibt es ja auch schon einen Haufen, aber hauptsächlich so Bekleidungsgeschichten und. Ein paar grafische Aufbesserungen, wobei jetzt sagen wir, das Spiel ist ja grafisch ist schick. Also. Ich hätte jetzt keine Lust, mir deswegen da herumzueiern mit den Installieren. Es sei denn, du hängst nicht besonders an deinem Leben. Ich hab mal eine Mod tatsächlich gesehen. Kommt mir vor. Du gehst vor, alles klar. Also zumindest habe ich mal davon gelesen, die draus aus dem Remake auch das klassische Kampfsystem eingefügt haben soll oder einfügen wollte. Was da draus geworden ist, weiß ich aber nicht, ob da jemals, ich finde die auch nicht mehr. Also, wo steckt der Kerl? Du weißt's doch, oder? Ich hab mal drüber gelesen, aber... Muss ich mich wiederholen? Kann schon sein. Verschwende nicht unsere Zeit! Ja, hey, das Geld. Zeit meinst du wohl? Als würde unser Boss nach Shinras Pfeife tanzen. Schön für euch. Ah, ich weiß schon, wo die hinkommen. Ich bin bereit. Genug. Ihr sucht also nach einem Kerl mit Gewehrarm, ja? Nun ja, also. Was wollt ihr von ihm? Soll ich das? Nicht mit mir! Was will Shinra wohl von Barrett? Naja, geht mich nichts an. Und jetzt zu Slum-Regel Nummer 1. Ab ins Bett und ausruhen. Na, so ist es. Die haben es hinter sich. Wir interagieren. Und haben drei Handgranaten gefunden. Na bitte. Was wollen wir mehr? Auf Wiedersehen. Na, das ist aber nicht Shinra. Ich glaube, das sind Don Corneos Leute. Hey. Ja, freilich. In der Piepengasse kriegt man Sachen, die man in den normalen... Bin mir nicht sicher, ob du mit meinen Waren umgehen kannst. Ah. Die haben ja nichts. Die haben ja mal wieder nichts. Ein Teekessel? Nein, hab ich so durchgeschaut, wie gesagt, Mods, ja. Nicht schlecht, alles können. Wie gesagt, ich weiß jetzt halt auch nicht, wie das bei Epic Games haben, ob man das so installieren kann. Bei Steam kenne ich mir mittlerweile aus, wie man, es wird bei Epic nicht viel anders sein, ne? Da muss halt wieder den Ordner suchen, bla bla bla. Aber wie gesagt, das Spiel ist ja, das ist ja schön, da brauche ich nicht darum eiern. Ich hätte es nur geil gefunden, dass ich, wenn ich den Mod gefunden hätte, der das Kampfsystem, wie ich es auf das Original-Ding zurücksetzt. Das hätte ich echt interessant gefunden. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich gar nicht fertig umgesetzt, weil das wäre ja ein riesiger Einschnitt ins Spiel oder ein riesiger Aufwand. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das... Du. Da bist du ja endlich. Hab dich schon vermisst. Aber keine lange Party. Solltest du nicht? Oder auch nicht. Ich würde gern mit dir reden. Darf ich reinkommen? Könnte gefährlich werden. Gut, es geht um Folgendes.
Und wofür dieses Mal? Weil ich dich nicht mit an Bord holen konnte. Oh. Aber hast du es dir auch verdient? Du willst was. Du hast es erfasst. Die Sache muss aber unter uns bleiben, okay? Ich muss heute Nacht was klären. Ist etwas Persönliches. Heute Nacht? Ja, in Sektor 7. Kannst du mich vielleicht bis zur Platte raufbringen? Die Details sage ich dir unterwegs. Von mir aus gerne. Aber was ist mit dem Einsatz morgen? Den habe ich nicht vergessen. Aber die Sache kann leider nicht aufgeschoben werden. Also, hilfst du mir oder hilfst du mir nicht? Oh. Das ist die Anzahlung. Schon wieder heilen. Wie ich das sehe, sind wir vor Morgengrauen wohl nicht wieder hier. Also pack alles ein, was du brauchen könntest. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Muss ich da mitnehmen? Ich habe ja nicht einmal ausgepackt. Ja, schlafen brauche ich nicht. Das Einzige, was halt einmal wäre. Materia, ja, wie gesagt, das ist... Was habe ich jetzt da drin? Magieboost habe ich mal reingeben. Unkenagashi. Brauche ich unbedingt den Magieboost? Das ist die Frage, wenn ich Magie so gut wie nie einsetze. Ich glaube, deswegen habe ich ihn ja auch nie benutzt. Ne? Das heißt, ich könnte schon schauen. Wir haben ja auch irgendwas mit Erfahrungspunkten. Der, glaube ich, Barrett ist dann... Oder? Ich meine, das ist ja, glaube ich, ausgelevelt. Aber der EP-Boost erhält 100% mehr. Wäre vielleicht gar nicht so blöd, oder? Wenn wir einfach einmal Erfahrungspunkte Boost haben. Aber vielleicht schaffen wir noch irgendwie Level, obwohl es eigentlich scheißegal ist. Ja, gehen wir. Bist Nicht du bereit? Ja, freilich. Okay, komm gegen Abend zum Bahnhof. Ich zähle auf dich. Du sagst nicht, ob ich bereit bin, aber sagst du, zum Abend kommen. Hätte ich nicht, dass ich mir gleich sagen können, dann hätte ich eine komische Frau, oder? Eigenartig. Wenigstens aber okay. Stimmt der Lohn. Echt? Wir haben bis jetzt eine Materiekugel gekriegt, heilen. Also, ja. Toll. Das was wert? 100 Gil? Würden wir dafür kriegen? Weiß ich nicht. Heute Nacht fahren keine Züge mehr. Die haben die späten Linien gestrichen. Aus diesem Grund haben wir uns die hier geliehen. Damit kommen wir rauf. Könnt ihr Gedanken lesen? Du hast dich in letzter Zeit so seltsam benommen. Du warst immer ziemlich geistesabwesend. Das hat man irgendwie voll gemerkt. Entweder das oder total aufgedreht. Und wie schließt ihr daraus, dass ich nach oben auf die Platte möchte? Sagt nicht, ich habe Selbstgespräche geführt oder so. Klar, dass man vor so einer Aktion nochmal die Eltern sehen will. Nicht wahr? Ihr habt mich erwischt. Und so dreist, wie wir nun eben sind, haben wir uns einfach mal mit eingeladen, wo wir doch selbst keine Eltern haben. Hm. Leben deine noch, Cloud? Hä? Nein. Hm. Okay, dann fahren wir halt alle zusammen. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Ja! Wohin mit dem Schwert, gell? Hey Jungs, habt ihr eure gefälschten IDs dabei? Klar, was denkst du? Dann los, ihr Schnarchner! Natürlich, ich wollte nur nicht kuppeln. Nur Gas, da brauchst du eine Kuppel. Cloud! E-Moped. Ja? Dass wir rauffahren, hat nur eine Ratte was mit meinen Eltern zu tun. Also, die Explosion in Reaktor 1 war viel zu stark. Das lag doch an Marco-Gasen. War es nicht so gewesen? Ja, das habe ich zwar gesagt, doch ich glaube, es war in Wirklichkeit meine Schuld. Ich habe viel stärkeren Sprengstoff benutzt, als in meinen Plänen stand. War wohl keine so gute Idee. Klartext. Was steht an? Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Von Shinra? Wie willst du das schaffen?
Du hilfst mir doch sicher, oder? Was meinst du damit? Um diese Uhrzeit ist der Tunnel eigentlich gesperrt, sobald Kontrollpunkte durchfahren werden. Wird Alarm ausgelöst. Ganz genau. Ernsthaft? Na super. Ah, kein Problem. Wir haben ja Clown dabei. Hast du bei dir gedacht, wie man so eine Maschine fährt? Ja, gab viele Motorradeinsätze. Nicht, dass du mir mit deinen Packkünsten Schmetterlinge in den Bauch zauberst und ich ohnmächtig werde. Sieh nach vorn, dann wird dir nicht schlecht. Juhu! Freust dich wohl drauf? Oh oh. Na klar, freu ich mich darauf! Kann ich irgendwie Gas geben? Die Arme um einen starken Mann geschlungen. Meine Güte! Ach so, ja, mehr. Geil. Sagt mir ja keiner. Juhu! Verreck! So sind meine Motorradtouren auch immer. Da bin ich immer so müde und ausgelaugt, wenn ich heimkomme. Fahren sie vor uns, also? Nee, oder? Das klingt ja nicht gut. Da haben wir doch keine Chance. Die sprengen sie aber selbst, oder? Der ja irgendwas ohne mich? Ich komme ja da nicht ran. Eine Meldung von Soldat. Einer ihrer Männer nimmt die Verfolgung auf. Verstanden. Soll das heißen, er kommt? Stimmt. Er kommt, ja. Ja, weg damit. Ja, was ist jetzt, Kumpel, oder? Ja, wo ist er denn?
wir direkt zum Bahnhof? Nein, zu den Abstellgleisen. Ist aber irgendwie lustig. Würde ich sagen. Wir beide sind auch noch da. Kann ich nicht hören. Die spritzt du. Ich bin ja schon da, ich mache. Alles kein Problem. Das wird nichts. Weg hier, bevor dieser Freak auftaucht. Roger! Wieso hauen die ab? Hallo! Kommt der noch? Oh, der fährt schon ein bisschen anders. Ja, na, Freitag. Bei mir immer. Tut, tut! Hinter? Wenn man nicht aufpasst, hängt das Leben einem ab! Na, auf der Spritztour mit einer Lady? Was tut denn der? Darf ich mich einklinken? Er macht dir nur alles kaputt, ne? Was? Na gut. Ich komme gerade drauf. Wer stattdessen mit einem Rennen? Redest du mit mir? Ich bin denn sonst? Vergiss es. Alter, falsch. Was? Ich kann dich nicht hören. Du bist voll langsam. Deine Worte kommen bei mir nicht an. Wer ist denn sie? Ausgezeichnete Frage, junge Dame. Die Leute nennen mich Lutscher. Ich selbst bin Lutscher. Lutscher. Genau. Da haben wir Spaß, an der Sache. Alter, Alter. Lächeln! Das ist doch keine Beerdigung. Noch! Besten hinter Wedge verstecken. Wuhu! Weil das ist gesehen, ne? Ja. Ich komm nicht ran. Ja, Alter, wo haut denn er herum? Mehr als nur ein Transportmittel. Es kann zu einem Teil von dir werden. Du musst es nur zulassen. Was kann denn der alles? Das ist ja unfair. Ich hab nur mein Schwert und eine Driftattacke. Ja, ich soll schon wieder helfen. Ich hab selber Probleme. Blitze wieder. Haben wir es geschafft? Na mal schon. Hast du genug? Noch lange nicht. Als würde ich vorzeitig aus diesem Rennen aussteigen. Hoppla! Bis die Motoren zum letzten Mal aufrollen, möge der bessere triumphieren! Nein, wie ist das? Der Höhepunkt des Kampfes!
Jesse, ja? Lenk du mal. Was? Ja, hat die Schnauze voll. Easy. Ich mach ja, wie gesagt, so steige ab. Ach, schade, das war's wohl. Vorerst. So steigt ihm ab. Nächstes Mal tragen wir es alleine aus. Alles klar? Mal sehen. Moped kaputt. Schweinebacke! Wahnsinniger. Aber cool. Vor allem, was wird er sagen, wenn er irgendwann merkt, dass er von jemandem besiegt wurde, der gar nicht bei Soldat war? Oh, Spoiler, Spoiler! Weg hier, bevor die Verstärkung kommt! Einfach mal von so einem 0815-Typ weggeklatscht. Ja, ja. Na, denk mal drüber nach. Nicht schlecht. Danke. Nicht schlecht was? Gefahren. Das musst du mir nicht sagen. Naja, allerdings ist bei dir ehrlich gesagt noch etwas Luft nach oben. Na und? Könntest dich also ruhig noch ein bisschen mehr reinhängen. Dann fällst du runter. Sehe ich etwa zerbrechlich aus? Hm, sag. Halt dich ordentlich fest. Huh? Was ist? Was? Wer ist um mich geschehen? Hm? Reingelegt. Der alte Frauenschwamm, hä? Huh? Alle Mädels wollen sie. Da hinten ist es schon. Das ist unser Ziel. Da sind gleich drei Damen in dem Spiel, die auf ihm stehen. Das passiert mir mein ganzes Leben nicht. Und der hat gerade auf einmal. Das ist ja wirklich. Ab hier laufen wir. Na. Ist nicht mehr weit. Und so fallen wir weniger auf. Ich glaube, wir fahren da hoch, die. Ist viel zu eng für mich. Hübsche Augenringe. Ich schufte halt Tag und Nacht für euch. Ja, ja. Schon gut, ihr beiden. Kommt, los. Aha. Will die Motorräder bewachen. Kann ich da zurücklaufen? Hier lang, Cloud. Ja, ja, ja. Typisch. Die darf ich das machen, was ich möchte. Naja, gut. Es ist ein geschlossenes Wohnviertel. Hier kommt man nur mit einem Zaubertrick rein. Mhm. Das war der Zaubertrick. Indem ich den Hebel ziehe. Super. Ich gehe in die andere Richtung. Nicht, dass du uns verloren gehst. Mein Gott, ja genau, das war ich. Ich kann mich schon erinnern, weil mein erstmal jeder von den drei hat mich irgendwann dann einmal genervt. Ne? Aber was ich schön finde, was das Remake habe ich da gemacht, ist halt, dass du wie immer oben auf die Platte raufkommst, oben alles siehst. Weil du hast ja sonst von Midgar nur unten die Slums gesehen und sonst ja gar nichts. Das ist ja irgendwie schade, ne? Also beim Original halt meine ich. Das hier sind Firmenwohnungen. Meine Eltern arbeiten beide für Shinra. Uns ging's dank den Mako-Reaktoren eigentlich immer ganz gut. Mensch, kann halt wirklich nicht laufen. Ich weiß, der biegt einfach seine Knie nicht auf und läuft. Das ist ein großes Problem. Das habe ich schon gemacht, muss ich sagen, dass hier so die Stadt ist. Das ist einmal so die Oberstadt von Midgar, dass man wirklich mal sieht, weil wir haben ja im Original wirklich nur den Pöbel, ne, die Slums halt wirklich kennengelernt. Und dass es ja noch eine andere Seite gibt, ne, die wirklich für die, sagen wir mal, für die Mittelschicht, die Normal- oder die Normalschicht sozusagen, dass es die auch gibt, ne. Das haben wir ja so, oh, schönes Fahrrad. Hat man ja so wirklich nicht gesehen, ne? Darum war es ja so schwer zum Verstehen im Original, ne? Was die Leute dann an Shinra finden,
wenn du nur die Slums halt siehst, da ist alles runtergekommen, niemandem geht's gut, die Leute leben am Existenzminimum und vegetieren irgendwie dahin. Und dann kommst du halt hier hin, hast so ein schönes Städtchen, ich meine, wobei, das müsste jetzt nicht unbedingt das Aussicht haben, aber so, ich meine, das sind so die Mittelständigen, die, so wie bei uns halt, ne, die Mittelschicht, so wie ich bin, ne, und viele andere halt auch, ne, die so jeden Tag ihren Job nachgehen und dann gemütlich in ihrem Eigenheim sitzen und die Zeit mit der Familie genießen oder mit was auch immer. Bei Shinra verdient man garantiert zigmal so viel wie wir. Und das ist das, ne? Und das ist der Hund wieder, ne? Dieser Stump. Oder wie heißt das? Stamp. Der Stamp. Na, also das ist ja das. Das ist schon. Das ist halt gut gemacht. Ich meine, es ist halt schade, dass keine Leute so unterwegs sind. Man, das ist halt leider hier noch im Remake. Es fühlt sich so leer und man merkt halt richtig, das ist alles nicht betretbar. Man, es ist zwar schön, dass da mal so ein paar unterschiedliche da so Lichter leuchten und so in den Häusern und Wohnungen. Man, das ist halt auch cool, ne? Hier siehst du halt, wie ich da sind. So, es gibt Häuser, es gibt aber auch so Wohnungen, Wohnblöcke. Weil doch manche dann sind, die sich das Haus vielleicht doch nicht leisten können, aber trotzdem, sag ich mal, schöne Wohnung. Autos. Die andere Seite halt, ne, von dem, von der jetzigen Politikstellung oder politischen Stellungsmacht, ne. Und darum gibt es halt die Leute, die halt dann Shinra eben nicht verteufeln. Also lernt man diese Seite auch kennen und verstehen, ne. Weil immerhin schon, also haben wir jetzt kein schlechtes, prinzipiell kein schlecht wirkendes Leben. Das Licht brennt jeden Abend. Für den seltenen Fall, dass ich meine Eltern besuchen komme. Mutter ist eine Spießbürgerin, wie sie im Buche steht. Ob sie wohl Pizza parat hat? Eine Midgar-Spezial? Jessies Mutter macht uns immer was zu essen. Egal, wie spät wir bei ihr auf der Matte stehen. Sie freut sich, wenn den Leuten ihr Essen schmeckt. Gut, los geht's. Cloud, du weißt, was du zu tun hast. Warte erstmal hinter dem Haus. Ja, geht klar. Eigentlich echt schade, dass du nichts von der Midgar-Spezial abbekommst. Bist du für mich mit, ne? Sei ehrlich. Schau, da steht so ein. Was würde ich sagen, so eine Art Heim drin, also so ein Gartenschlauchding. Ich schau mal, ich möchte mich kurz noch umschauen. Aber wie oft haben wir schon die Möglichkeit? Ne? Ich muss zum Hintereingang. Okay, darf ich nicht mehr. Aber die Möglichkeit haben wir ja nicht wirklich oft, dass wir uns da das ansehen können. Aber wie gesagt, das haben sie halt wirklich cool gemacht, auch wenn es gern lebendiger sein könnte. Weil wir ja nicht alle jetzt schon schlafen gehen. Oder? So ein Alleskönner kann schließlich alles. Du schleichst dich in mein Haus und klaust. Er ist halt alles, okay. Ich bin ja nichts können. Das ist halt, ne? Darum kann ich nichts. Was ist, Alter, jetzt wird mein Telefon hier übers Warte ein wenig, dann geh durch die Hintertür. Okay. Achte auf. Lecker. Das Licht im Zimmer, das ist das Zeichen. Miau. Ups. Das ist ein hübscher Tiger. Na dann. Da will ich angreifen. Ja. Kommt ja dann die Jessie-Story ans Licht. Das ist schon cool, vor allem wie gesagt, dass du halt von den Charakteren mehr Hintergrundinformationen bekommst. Das macht es halt sympathisch. Wie gesagt, beim Original gehen sie leicht unter. Nicht durch die vor dir, dahinter sind wir. Wir so spät stören. Ach was, das ist doch dein Zuhause. Aber erzähl, wie laufen die Proben? Wir machen ordentlich Krach und versuchen, meine Mutter abzulenken. Und mein Vater... Ach, da
Das siehst du schon selbst. Der Ärmste. Du musst für mich die ID-Karte meines Vaters finden. Sie muss irgendwo in seinem Zimmer sein. Ich bring das selbst einfach nicht übers Herz. Darum zähle ich auf dich. Alter. Mann, schmeckt das gut. Fehlanzeige. Ich hätte gern gewusst, was da drin steht. Oder sind CDs? Ein Brief? Lieber Papa, liebe Mama, geht es euch gut? Es tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Aber jetzt ist mein Traum endlich in Erfüllung gegangen. Ich habe es geschafft. Ich habe im Gold Saucer eine Rolle bekommen. Ihr könnt mich also schon bald auf der Bühne sehen. Ja, genau, die hat ja der. Ich weiß, dass ihr euch große Sorgen um mich und meine berufliche Zukunft gemacht habt. Hauptrolle, Jesse. Was? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das überhaupt eine Lüge war oder ob es nicht sogar stimmt und sie die Rolle dann einfach nicht angetreten ist. Weil sie ja doch künstlerisch irgendwie begabt ist oder so. Also so fürs Theater, ne? Jesse. Schauspielerisch, so würde ich sagen. Mein Vater war für die Instandhaltung der Reaktoren verantwortlich. Nichts für ungut. Ach ja. Ich sollte gehen. Okay, sie sagen nichts mehr. Für alle da. Ja, welche Frist ist für zwei? So. Noch ein Stück Pizza, bitte. Ja, klar. Yummy, 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 I got love in my tummy. So, was haben wir jetzt? Haben wir es geschafft. Wäre erledigt. Und du willst im Gold Saucer bleiben? Obwohl du gerade nicht selbst auf der Bühne stehst? Ohne sie würde da gar nichts laufen. Du vergeudest hinter den Kulissen dein Talent. Ich finde, du solltest nach Hause kommen. Hör mal, du könntest dich doch am Theater in Sektor 8 bewerben. Ja, irgendwann vielleicht. Okay, Mama. So langsam müssen wir wieder los. Schon? Unser Besuch war ja eigentlich gar nicht geplant. Aber Wedge wollte unbedingt eine Pizza essen. Hat sich gelohnt. Bist du denn überhaupt satt geworden? Also ein bisschen ist eigentlich noch Platz. Wedge! Pizza nährt die Seele, Leute. Mit knurrendem Magen kann ich nicht arbeiten. James, also James. Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. James. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen.
Hat's geklappt? Ja, hat es. Jetzt wird es ernst. Mit dieser Karte kommen wir in die Lagerhalle rein. Gut, gehen wir. Nein, ich gehe alleine. Ich weiß schließlich, wonach ich suchen muss und wo ich es finden kann. Aber dann waren wir ja nur zum Essen hier. Die Kalorien trainiert ihr gleich ab. Ihr beide geht Cloud nämlich zur Hand. Also, ihr wisst doch, wie wir drei vorhin meine Mutter abgelenkt haben, oder? Und die Masche wiederholt ihr jetzt einfach nochmal, ja? Also eine Finte? Du hast erfasst, du Vorzeigesoldat. Wie? Also sollen wir diesmal mit irgendwelchen Shinra-Leuten Pizza essen? Wir sollen uns wohl eher mit ihnen prügeln. Wir lenken die Wachen ab. In der Zwischenzeit kannst du dich drinnen umsehen. Hat's erfasst, du Vorzeige-Bix. Sobald ihr mein Leuchtsignal seht, stürmt ihr drei den Platz vor der Lagerhalle. Macht ordentlich Radau. Ich brauche möglichst viel Zeit. Zum Glück haben wir einen Ex-Soldaten dabei. Wie viel Zeit brauchst du denn genau? Das weiß ich erst, wenn ich da drin bin. Und deshalb achtet einfach auf mein zweites Signal. Dann treffen wir uns vor dem Komplex. Wart mal. Wie kommen wir zurück in die Slums? Mit dem ersten Zug morgen? Nein. Wir müssen noch heute zurück. Aber ich habe schon einen Plan. Keine Angst. Also, Hals- und Beinbruch. Gut, starten wir das Ablenkungsmanöver. Du hast ja Jessys Vater gesehen, oder? Ja. Er leidet an einer Marco-Vergiftung. Das ist genau passiert, als Jesse am Theater im Gold Saucer... Ach, interessiert dich sicher nicht. Doch, red bitte weiter. Jessie wollte schon immer Schauspielerin werden. Hat ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet und endlich eine Hauptrolle bekommen. Ihre Eltern haben sich mindestens genauso gefreut wie sie. Aber dann, kurz vor der Uraufführung... Ist ihr Vater plötzlich zusammengebrochen. Überarbeitung. Er fiel in einer entlegenen Ecke einfach um und lag dann mehrere Stunden bewusstlos in einer Marco-Lache. Als man ihn endlich fand, war es schon zu spät. Seitdem liegt er im Koma. Danach hat Jessie angefangen, sich mit Büchern über das Leben des Planeten zu befassen und hat sich Avalanche angeschlossen. Jessie glaubt fest daran, dass die Seele ihres Vaters über das Marco im Planeten zwischen dem Dies und dem Jenseits hin und her wandert. Darum will sie die Reaktoren zerstören. Um die Seele ihres Vaters im Marco zu schützen. Findest du das komisch? Im Gegenteil. Endlich kann ich eure Motive mal nachvollziehen. Verstehe. Wir schieben ja an. Zweiter. Genau, ein paar Mal. Im Marco fließen viele unserer Wünsche und Hoffnungen. Daher dürfen wir es nicht einfach benutzen, wie es uns passt. Verstehst du? Oh, sag Jessie bloß nicht, dass wir mit dir darüber gesprochen haben, okay? Sonst rastet sie am Ende wieder aus. Übertreibst du nicht etwas? Wenn du wüsstest, zu dir ist sie ja immer nett. Ich Glückspilz. Ach, Cloud. Aber es ist schön, wie sie von dem Jessie gesprochen hat. Doch miteinander kommunizieren und, naja, Cloud ist ja im Original doch mehr so ein Kotzbrocken fast zu Beginn. Ja, merkst doch, er ist ja doch irgendwie wohl menschlich und nett. Das gefällt mir halt schon besser. Wobei er es im Laufe des Originals natürlich auch wird. So, aber am Anfang denkst du echt, was hast du für einen unsympathischen Charakter teilweise, ne? Wir warten, bis Jessie uns das Zeichen gibt. Hier. Und dass halt natürlich Big Swatch und Jesse halt dann natürlich eine größere Rolle auch spielen, ne? Damit du zu dir Sympathie aufpasst. Da ist uns wohl jemand zuvorgekommen. Das war aber nicht Jesse, oder? Wenn das mal nicht ins Auge geht. Gehen wir. Ja. Niemand zu sehen. Äußerst seltsam. Da. Da ist der Platz. Und dahinter ist die Lagerhalle. Jessie wird sich irgendwo von hinten an sie ranschleichen.
Bisschen mal niesen. Gott sei gepriesen. Okay. Ja, umschauen, ne? Ah, super Tränke haben wir zu Genüge offenbar. Interessant. Ich gucke mal. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich weiß nicht, möchte ich interagieren? Achso, nein, ich mach kein Training. Ah, das ist so eine Stelle, wo du wahrscheinlich ein paar Erfahrungspunkte farmen kannst, ist das so? Aber jetzt Sekunde, jetzt möchte ich nur wissen, kann man da wirklich Erfahrungspunkte sammeln? Ich weiß es nicht mehr. Kriege ich fürs Training Erfahrungspunkte? Wahrscheinlich, oder? Weil wir... Okay, Trainingsbonus erhalten, ich verstehe schon. Ja, na passt, ey. Ich wollte es nur wissen, okay? Das hieß, wir könnten mal ein bisschen aufleveln. Genau, das war so gelöst, ja. Du hast ja die Zufallskämpfe nicht. Normalerweise auf der Bank können wir uns ausruhen. Und dürften wir wieder ja, uns heilen können. Wie gesagt, wir brauchen es ja nicht wirklich. Wir müssen warten. Können ja nochmal unsere Strategie durchsprechen. Ich mach das allein. Soll heißen, wir sind hier nur im Weg? Das Gerede kannst du dir sparen. Wir helfen mit. Auf eure Verantwortung. Bereite dich gut vor. Noch haben wir Zeit. Wenn du fertig bist, dann sag Bescheid. Wenn du noch was brauchst, guck mal am Automaten da drüben. Guck. Ich guck. Es scheint auch einen Übungsplatz zu geben. Da kannst du dich austoben, wenn du trainieren willst. Ich habe vor Aufregung richtig Magenschmerzen. Okay, was kann man kaufen? Gegenstände, Waffen. Eisenreif, Sternenreif. Königsfedern. Ja. Ich kaufe mal gar nichts, weil, wie gesagt, na, dann habe ich zumindest, wenn ich mal Kiste aufmache, noch irgendwie Überraschung vielleicht. Ja, wir können los. Komm. Sag mal, hattest du nicht auch eine Beschwörermaterie? Könnte vielleicht ganz nützlich sein, um auf dem Vorplatz für Aufruhr zu sorgen. Ist eine Überlegung wert. Alles klar. Dann steht uns ja nichts mehr im Weg. Normal haben wir es hier drinnen, ne? Cloud zieht auf dem Vorplatz die Aufmerksamkeit auf sich. Und wir? Wir geben ihm Feuerschutz. Und zwar von einem Ort mit gutem Überblick. Oben auf den Mauern. Ach, die Erinnerungen. Schön. Das schaut aber schon schick aus, da kannst du nichts sagen. Mein Danke Gott, nicht. Wenn ich da nur mit dem Gameplay besser zurechtkomme, dann wäre das Spiel für mich Was so ist? Verdammt geil. Du wolltest reden? Leider, ich bin halt so schlecht in den... Also, im Frühling gehe ich weg von hier. Nach Midgard. Ich finde es so schön. Wirklich. Alle Jungs hier verlassen das Dorf irgendwann. Ich bin aber nicht wie alle. Ich suche mir nicht einfach nur Arbeit. Ich trete Soldat bei. Die Stolpepis. Ich will Soldat werden, genau wie Sephiroth. Der große Held Sephiroth? Soldat zu werden, ist bestimmt nicht einfach. Ich werde eine Weile nicht zurück ins Dorf kommen. Bestimmt sehe ich dein Foto dann in der Zeitung. Vielleicht. Cloud, versprichst du mir was? Wenn ich mal in der Klemme stecke, kommst du mir dann zur Hilfe? Selbst wenn du berühmt bist? Was? In der Not wünscht sich doch jeder einen Helden. Jemanden, der einem zur Seite steht. Aha. Jetzt versprich es endlich. Oh, okay. Versprochen.
Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem... Ich weiß nicht weiter. Das war Jessys Signal! Das heißt, sie hat einen Weg reingefunden. Los. Ja. Ja, warte mal, ich wollte nur schauen, was habe ich überhaupt da? Ifrit habe ich. War nichts anderes? Ifrit ist es so. Schokomoppel. Okay. Schokopoküken haben wir. Achso, ja, das. Ach, hey. Ja, dann wird schon so passen. Ich habe ja Bahamut oder so gedacht, aber. Den haben wir ja offenbar nicht. Den kämpfen wir aber. Ne, kann man ja da beim Chatly, glaube ich. Irgendwie gegen kämpfen. Weit und breit niemand zu sehen. Jetzt bin ich hier. Haben sich wohl versteckt. Oh, oh. Heda! Oh. Da! Da ist einer von ihnen! Knallt ihn an! Nice! Wäre gewesen, wenn er da mitten auseinander gegangen wäre. Stirb! Da oben sind auch welche! Das sind doch mehr Eindringlinge! Wir brauchen Verstärkung! Erledigen wir sie! Diese Untermenschen! Genug! Versuch's doch! Bis hier! Tschüss! Wird's bald? Versuch's doch! Es ist aus. Bis hier und nicht weiter. Bis hier. Dankeschön. Schön. Kommt das der? Achso, ich hab gedacht, der Loche kommt. Loch, Er locht eh. Das hat uns gerade noch gefehlt. Dann mal auf ins Vergnügen. Na, warte! Dreckiges Ungeziefer. Ich bin bereit. Das ist auf. Und der wäre erledigt. Mein Einsatz. Das wird so nichts. Bereit! So, dann schauen wir mal. Wird's bald? Genug. Und jetzt? Ah, Wauzi! Oder Katzen oder. Ja, so also eine Mischung von allem. Fledermauskatzen.
mich kümmern. Geil. Mir nach, Puffis! Das sind auch Hunde. Okay. Aha! Bis hier und nicht weiter. Jetzt! Tschüss! Genug! Ich hab Leckerlis für euch, ihr kleinen Bautzis! Wird's bald? Ah, ihr sollt doch nicht mich fressen! Was denn? Was haben wir denn da? Tschüss. Bis hier und nicht weiter. Tschüss. Genug. Ein paar Runden schaffe ich noch. Easy. Bin richtig gut in Form. Hey, Sportskanone. Das war ziemlich beeindruckend. Die Frauen fliegen nicht umsonst auf mich. Ja, meistens daneben. Ui. Bunkern die hier ihr ganzes Arsenal? Könnt ihr noch? Was denkst du? Allzeit bereit. Hab grad was Nettes gefunden. Damit werde ich den ordentlich einheizen. Volle Konzentration. Sehr gut. Jetzt. Bis hier und schon. Hab dich im Visier. Ausgezeichnet. Es ist aus. Sehr schön. Wollen wir mal beschwören. Umzingeln! Wir nehmen mehr? Na toll. Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Kommt bald am richtigen Moment. Bei dem warst du dann, also, wo er hingehört, ne? Gehört zu Shinra, haut die eigene Leitung. Und ist bei Soldaten normal. Das wieder repariert? Ich hatte dir doch versprochen, dass wir es beim nächsten Mal alleine austragen. Das ist aber kein Soldat du hast auf erster Klasse, oder? Drei oder zwei? Im roten Bereich. In freudiger Erwartung unseres Kampfes! Verschwindet. Das müsste ja sowas anhaben wie wir, ne? Aber, verstanden. Komm. Aber. Seit Jahren kämpfe ich nun schon nur auf meinem Motorrad. Aber ich kann dir versichern. Hat ja eher das Schwert von einem. Selbst zu Fuß! Dreier, gell? Die haben ja so wie es Zack des Anfangs hat. Ach, danke. Los geht's. Jetzt! Los! Oh, okay. Ja, klar, wir werden. Vom Level her, ne? Bringen wir die Tachonadel zum Zittern, mein Freund! Ja. Ich jetzt bin los, nicht blitz! Jetzt! Ja, mit Marzipan! Reifahrt mit Marzipan! Tschüss! Das ist nicht der Werner Spruch, ne? Bis hier und nicht weiter. Genug. Niederknien.
Ja, es hat ein hoher Klassenunterschied. Beziehungsweise ein Levelunterschied. Wenn man sich amüsiert, vergeht die Zeit wie im Flug. Aber das war sicher nicht unser letzter heißer Ritt. Man kann das ja falsch auffassen. Geschütze auffahren! Der Feind hat einen Soldaten besiegt! Volle Feuerkraft! Wir sehen uns am nächsten Zwischenstopp wieder. Also tu mir den Gefallen und stirb nicht zu früh. Mein Freund. Man weiß wirklich nicht, soll man mögen oder nicht, gell? Das ist schwierig. Oh, das Lachen geht mir dann pissen. Alter, schreck. Aber Flut. Mensch! Hey Cloud, jetzt oder nie! Jetzt oder nie, jetzt oder nie, gib den Ball zu El Bandi! Passiert nichts. Hab eher Angst, dass man dich entdeckt. Wer sind die? Alte Bekannte. Eine andere Avalanche-Zelle. Ist ein ziemlich konservativer Haufen. Na, aber das ist Schnee von gestern. Diese dämlichen Säcke gehen mir am Arsch vorbei. Sorry. Was haben die hier zu suchen? Gute Frage. Dafür, dass sie uns für zu militant halten, sind sie jedenfalls ganz schön schwer bewaffnet. Sie haben sich angeblich mit Butai verbündet, um sämtliche Materia aus Midgar zu stehlen. Fragt sich bloß, warum? Ja, wer weiß. Der Krieg scheint jedenfalls noch zu laufen, wenn es nach den anderen geht. Wenn es nach Butai geht, gell? Das ganze Materia dort. Kenne ja gewisse Dame. Okay, dann war's das hier wohl. Kehren wir zurück zum Treffpunkt. Ja. Wir kehren. Viele Schaulustige. Und Verstärkung von Shinra. Ich würde ja sagen Schusslustige, aber okay. Was soll denn? Du Wedge einfach zurücklassen? Er hat's nicht gern, wenn man sich seinetwegen Umstände macht. Wieso das denn? Das kann jemand wie du nicht verstehen. Aber ich sag ihm, dass du dich um ihn gesorgt hast. Da freut er sich ganz bestimmt drüber. Achso, er kann natürlich hier hoch. Im Wohnviertel ist aufgrund des Alarms Unruhe ausgebrochen. Korps A hält ja Ausschau nach den Verdächtigen. Korps B übernimmt die Straßensperren und sorgt für Ruhe unter den Bürgern. Jawohl! Dieser Vorfall da seid ihr ja! Hey, hier drüben! Das wäre ein schwerer Schlag für Shinra. Verbreitet die Los. Meldung, dass es sich um alle auf ihre Position! Jawohl!
Wäre das nicht etwas dezenter gegangen? Naja, mein Ziel habe ich erreicht. Wo ist Wedge? Wedge! Das war knapp! Wir machen das. Hey, Wedge. Alles klar? Und schmeißt es ihn einfach raus aus dem Auto. Einen schwer Verwundeten. War ja mal wieder klar. Eine Kugel gefressen? War, glaube ich, ein Streifschuss. Mein Po! Zeig mal. Was habt ihr hier vor? Sieht fies aus. Fühlt sich auch so an. Das war doch kein Streifschuss. Das Projektil hat lediglich den Hosenboden versenkt. Du hast bloß eine Verbrennung. Eine leichte dazu. Mir ist ganz flau im Magen. Hey, du kannst ja lachen. Los jetzt. Worauf wartet ihr? Zu Befehl! Schwuppdiwupp. Wie kommen wir denn jetzt zurück in die Slums? Das wird eine Überraschung. Und was für eine. Das wollte ich schon lange mal ausprobieren. Ja, wenn sie einen Plan hat, dann kann es nur crazy sein. Nur weiter, immer weiter, Cloud. Nicht stehen bleiben. Ja, wir müssen weiter. Schon komisch, dass wir bei unserem Einsatz in die alte Avalanche-Gruppe gerannt sind. War das ein Zufall? Zur Durchführung ja, ein einer dummer Sicherheitskontrolle. Zufall. Wenn unsere oder alte Gruppe aktiv wird, kann das bitte mehr begeben ergeben. Sie sich in Ihre Häuser zurück. Das ist doch schwer genug, ohne dass gehört, Sie dazwischen es hätte funken. Einen Angriff gegeben. Was? War das ein weiterer Anschlag? Das war eine Falschmeldung. Es gab keinen Angriff. Das war eine Falschmeldung. Muss man wieder reden. Fahr dir überhaupt nicht auf mit. Schau, die Alte geht mit Besen, hast du gesehen? Hau nochmal, hau komm. Hau zu. Wutai hat angegriffen, oder? Ich werde die Kerle schon vertreiben. Schließlich habe ich diesen dreckigen Feigling schon im Krieg so die Hintern versohlt, dass sie weggerannt sind. Vorsicht! Die Mutter ist gar. Besser nach Hause, ehe sie noch jemanden verletzen. Ja. Die Mutti ist gut drauf. Kommt schon, hier lang. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Wo willst du denn hin? Das werdet ihr schon sehen. Operation Sprengstoff Glaube, ein voller Erfolg. Jetzt kann deine nächste Mission nicht schief gehen. Wollen wir es hoffen? Hoffentlich geht es deinem Vater bald wieder. Hey, Klappe halten. Wie? Cloud meinte nur, er hätte auch gern Pizza gegessen. Nicht? Wie bitte? Das soll Cloud gesagt haben? Ist auch nur ein Mensch. Bei einer Midgar-Spezial wird jeder schwach. Ja. Echt? Na, dann muss ich wohl die Ärmel hochkrempeln und Teig kneten. Ich freue mich schon drauf. Na, und ich erst. Ja gut, Freunde, dann würde ich sagen, hier machen wir mal Schluss und dann geht's in der nächsten Folge weiter mit Genuss. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.